Weiter geht's an der Stelle. Und zwar der Versuch war folgender. Wir haben Pfeil und Bogen genommen, einen Pfeil reingespannt und senkt. Haben 8 Sekunden Hoch- und wieder Rückkehrzeit genommen. Also, gespannt. Den Pfeil hochschnippen lassen und dann unter das Dach gestellt, denn wir wussten nicht, wo es kommt. Es ist letztendlich nicht sichtbar. Noch dazu waren Wolken, also ziemlich tief in die Wolken. Und sie hat gespannt, wie hoch ist der Pfeil geflogen. Das ist jetzt also euer Part, gesucht die Höhe. Und nachdem wir es ausgerechnet haben, melden wir uns wieder. Und lasst uns mal die Abschussgeschwindigkeit V auch ermitteln, also V0. Das ist natürlich dann noch ein bisschen spannender. So, jetzt habe ich mal extra was richtig Falsches hingeschrieben. So, ich habe einfach gesagt, naja, und ist egal. Ich nehme einfach die normale Zeit, die quadriere ich und kein Problem. Ich kann ja dann hinterher den Weg durch 2 nehmen. Vorsichtig. Das ist falsch. Richtig ist es so. 10 Meter pro Quadratsekunde, das bleibt. So, und jetzt mal, Achtung, die Hälfte der Zeit. Also, 4 mal 4 ist 16. Und plötzlich sind es nur noch 16 Quadrat. Kürzen ist kein Problem, das funktioniert wie immer. Und ich habe, es ist gleich 116 Meter, ne? Und 640 durch 2 ist 320. Also, der Fehler quadriert sich. 160 Meter hochgeschossen. Wunderbar, schöner Bogen. So, naja, V muss ziemlich schnell gewesen sein. Ich kann aber die Formel hier gleich wieder schnappen. Also, mal T, G mal T ist V, ne? V ist G mal T. Kann ich also gleich wieder einsetzen. 10 Meter pro Quadratsekunde. Und jetzt mal T. T ist aber, Achtung, wieder nur 4 Sekunden. Und jetzt das Richtige raus. Wir probieren. Es muss eine Geschwindigkeiteneinheit rauskommen. Jawohl, Meter und Sekunde steht da. Und das sind 40 Meter pro Sekunde. Das ist schnell. 40 Meter pro Sekunde zum Vergleich. 25 Meter pro Sekunde sind 90 Kilometer pro Stunde. Das ist schon drastisch. Also 40 Meter pro Sekunde. Schnell mal noch eine Nebenbeiübung. Wie kann man das in Kilometer pro Stunde umrechnen? V ist also 40 und jetzt Meter pro Sekunde. Und ich möchte aber in Kilometer pro Stunde umrechnen. Was muss ich machen? Ich muss hier entsprechend ein Meter ist nur noch ein Tausendstel mal ein Tausendstel. Ne? Meter ist ein Tausendstel. Und die Sekunde ist ein 3600stel, also muss ich mal 1 durch ist mal, also kann ich die 3600 hier oben hinschreiben. Und dann habe ich kürzen wir wieder, was zu kürzen geht. 1, 2 Nullen wegstreichen, 1, 2 Nullen wegstreichen. Hier noch eine Null wegstreichen und jetzt ist 4 mal 36 bleibt übrig. Dann haben wir die Kilometer pro Stunde, also V ist demzufolge 4 mal 6 ist 24, 4 mal 3 ist 12, das sind 144 Kilometer pro Stunde. Das ist rasch, sehr rasch. Und ein Pfeil würde einen da stark verletzen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na klar, das war nicht nur ein bisschen. Ich habe noch vergessen, durch 2 zu zählen. Die habe ich gar nicht mehr mit hingeschrieben, das kommt davon. Jetzt haben wir gesagt, das sind 10, also sind das 160 durch 2 sind nur 80. Fehler von Amt. 80 Meter. Und wir müssen das nicht machen, hier geht es zum Glück. Okay. Dankeschön. So, jetzt kommt eine Überlegung. Stellt ihr euch vor, wenn man nicht in die Luft gerät, und dass ihr nicht gerade schießen und die Luft aufhört. Und ihr wird irgendwann mal unten auftreten, ins Wasser, Platz, Zähne. Und die Überhöhung vom Teststückchen, da wird es also abgedrückt. Nee, warte mal, da muss ich die Kurve anders machen. Ich nehme ein ganz kleines Luftgewehr. Das macht das.
ziehst, damit die Kohle so flupp, platt. So. Und die Höhe von Abschuss bis aufs Wasser, diese Höhe hier, das ist mal wieder 1 Meter. Bis dahin. Jetzt die Frage. Wird das Lohnerdrehen als Rettungsfahrer, ich habe nur ein neues Rissgerät, gut, ich konnte rausgequält und ich hätte gleich ins Wasser. Was dauert länger? Das rote oder das grüne? Ich mache es mal noch ein bisschen genauer. Und zwar, ich halte das hier waagerecht. So, und zwar, hier gehört das auch genauso. Das gleich so. Also, entweder platt oder platt. Was dauert länger? Das rote oder das grüne? So, wir haben sogar einen Versuch gemacht, also nicht mit so einem Gewehr, sondern ich habe zwei Gegenstände genommen und habe den einen fallen lassen und den anderen habe ich nach vorne geworfen und es kam tatsächlich zum gleichen Aufschlag von beiden. Das heißt also, es ist die Fallhöhe entscheidend. Ich habe das vorhin ein bisschen blöd gemacht, da habe ich diese Kurve, also hier, so geht's nicht. Da kommen wir später zu. Wenn ich also einen waagerechten Wurf habe, ist das Beschleunigen nach unten auf diesem Gegenstand, ich hätte diesen Verrot, genauso groß und der fällt genauso schnell nach unten. Ich habe allerdings zwei Geschwindigkeiten, und zwar einerseits die rote Komponente und andererseits die fallende Komponente. Und die sind beide immer entsprechend, aber die Fallgeschwindigkeit ist beim direkten Fall nach unten, beziehungsweise beim waagerecht geworfenen Gegenstand gleich. Das heißt aber jetzt, dass ich eigentlich bloß eins machen muss. Ich komme wieder zurück zu meinen Urrechnungen und sage, wenn ich ermitteln will, wie weit ist es? Also, erstens, wie weit ist es von hier bis hier? Beziehungsweise, also die Strecke. Beziehungsweise, ich möchte hier die V0, also die Schussgeschwindigkeit bestimmen. Dann muss ich natürlich ein kleines bisschen einen Umweg machen. Und zwar muss ich über grün gehen. Das machen wir beim nächsten Mal etwas ausführlicher, wenn wir das überhaupt machen. Jetzt, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen nämlich den Versuch noch vergrößern. Das geht so nicht. So, also, wenn ich diese Zeit hier bestimmt habe, die grüne, die Auftaktgeschwindigkeit, hier ist mir im Moment egal. Wenn ich die bestimmt habe, diese hier, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann die rote Komponente, die ja eigentlich nur geradeaus geht, die kann ich nämlich auch bestimmen. Wenn ich zum Beispiel hier eine Fallhöhe, nehmen wir doch unseren Fall von hier. Was hatten wir hier? Bei unseren 6 Metern oder 7 Metern hatten wir 1,2 Sekunden war der Uhrversuch. Wenn ich also sage, T wäre hier oben aus dem Schulfenster etwas rauswerfen, es wird auch nach 1,2 Sekunden, auch wenn es weiter weg ist, auftreffen. Und wie komme ich jetzt an die Geschwindigkeit hier ran? Und an, nicht an die Geschwindigkeit, erstmal an die Strecke, dann komme ich auf die Geschwindigkeit. Wie komme ich? Wie komme ich jetzt auf diese Werte? V0 will ich ermitteln. Was brauche ich noch? Die Strecke, die messe ich aus. Wie weit kann ich schmeißen? Entweder ich weiß V0, dann kann ich S errechnen, V ist S durch T. Das ist eine geradlinige, gleichförmige Bewegung, die überlagert wird von der grünen Bewegung. Oder ich sage, ich messe die Strecke aus, wie weit habe ich geschmissen, dann weiß ich auch, wie schnell ich geschmissen habe. Wie doll. Und dann ist der Rest eigentlich einfach. Kommen wir aber beim nächsten Mal zu, jetzt machen wir draußen den Versuch am Wasser, denn wir glauben ja nicht mit diesem ganzen Geschmeiße und so weiter und so fort. So, ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab.